So, willkommen zu einem kleinen Infovideo. Und hier werde ich was machen, was ich mir schon seit geraumer Zeit überlegt habe. Ich lösche Horuskorn. Ja. Also nicht den Kanal und auch nicht das Twitter-Account. Den Twitter-Account. Sondern den Charakter, den ich im WoW habe. Er ist nämlich, wie viele nicht wissen, nicht mein Main. Mein Main ist Blackhand, der Jäger, der gute Thomas. Und eigentlich ist mein zweiter Main momentan Cherubin, mein Todesritter, mit dem ich zum Beispiel diese coole Maske des kopflosen Reiters bekommen habe. Aber ich möchte natürlich weiterhin einen Horuskron haben auf Blackmoor, weil ich dann auch wieder in die Gilde Eulendorf will. Deswegen habe ich hier meinen Filler Charm, nenne ich ihn, weil ich hierauf mein ganzes Gold von Horuskron getauscht habe und das dann auf meinen neuen Account zu machen. Deswegen würde ich sagen, gebe mir jetzt das ein, was ich eigentlich nie eingeben wollte bei diesem Account. Löschen wir Horuskron Stufe 63 Druide. Es ist ja nicht für immer, also ich kann ihn hier mit dem hier wieder zurückholen, in 5 Tagen sogar schon. Also wenn ich meinen neuen Account nicht mehr mag, dann kann ich es einfach machen. Trotzdem werden wir jetzt einen neuen Charakter erstellen. Und da ich immer noch heimlich ein riesen Druiden-Fan bin, machen wir uns wieder eine Nachthilfe. Nee, Spaß, machen wir uns einen Worgen, weil ich die Worgen auch generell sehr cool finde. Weil sie halt Worgen sind. Natürlich Druide. Warum ich das jetzt genau mache, weiß ich gar nicht. Vor allem jetzt, wo ich ja neu anfange, könnte ich zum Beispiel auch einen Worgenkrieger, einen Worgenjäger, obwohl Jäger nicht, weil ich habe ja schon Jäger, einen Schurken, einen Priester, Magier, Hexmeister oder sogar einen Todesritter. Nee, das kann ich sogar momentan nicht machen. Einfach, man kann das jetzt sogar machen, krass. Aber wir nehmen trotzdem den Worgen, weil ich die Worgen finde, sind einfach eine wunderschöne Klasse. Und sie sind ja ein bisschen in Verruf geraten. Aber das finde ich ein bisschen unfair. Die weiblichen Worgen mag ich jetzt persönlich nicht so. Die finden ihr Gesicht nicht so cool. Aber die männlichen sehen halt auch böse aus. Und ich finde, die Allianz hat ein böses Volk gebraucht, weil die eigentlich bösesten vom Aussehen her waren die Nachtelfen. Und die sehen nicht wirklich böse aus. Auf Vorderfraktion haben wir zum Beispiel die Untoten, die Orks, die Trolle. Und die Goblins, die böse aussehen können. Die Tauren können es auch, aber nee. Deshalb machen wir jetzt hier unseren Druiden anpassen, geben schon mal den Namen ein. Er bekommt nämlich auch den legendären Namen Horuskron. Und da kommt immer meine schwerste Entscheidung. Soll ich den Worgen anpassen oder den Menschen? Aber da man sowieso die meiste Zeit in der Worgengestalt ist, nämlich den Worgen. Und ich mache ja einen Druiden, also müsste ich ja auch etwas Netteres nehmen. Aber das wird bei mir nicht möglich sein, da ich immer richtig böse Sachen bevorzuge. Deswegen habe ich auch mal einmal einen Main auf der Horde-Seite. Und ich würde sagen, wir nehmen hier den Bart so, der sieht ganz cool aus, also die Frisur so. Haarfarbe können wir nur bei manchen Menschen ändern. Da hinten seht ihr ihn übrigens. Machen wir mal blond und die Bärte. Da werden ja auch die Ohren angepasst, was ich nicht so cool finde. Aber bleiben wir einfach mal bei dem hier. Wir müssen nochmal kurz ins Gesicht gucken, ob wir nicht vielleicht doch blaue Augen machen. Sieht ja nämlich auch ganz cool aus. Oder vielleicht sogar grün, obwohl mich da dieses Weiß um den Mund herum nervt. Wir machen blau, das sieht ganz cool aus. Und damit haben wir einen neuen Horuskron. Mit ihm werde ich jetzt auch ein bisschen aktiver Videos machen. Die letzten Videos waren ja alle eigentlich mit Thomas aufgenommen. Der Filler-Char wird gleich wieder gelöscht. Meine Stufe 1 Siegerin, den habe ich aber ganz kurz erstellt, um das Gold zu transferieren, also zu tauschen. Und da würde ich sagen, heute wird noch ein weiteres Video aufgenommen, etwas längeres, mit dem guten Marcel.